So, Hallöchen. Ich mache jetzt einfach mal ein Video über Nick Bostrom und seine Simulationshypothese. Ähm, ja, das ist einer meiner ersten Videos, die ich jetzt hier so einfach mal mache, weil ich dachte, ich teile mal meine Gedanken zu dem, zu seiner Annahme. Nick Bostrom hat ja die Simulationshypothese aufgestellt. Könnt ihr einfach mal nachlesen bei Wikipedia? Und äh, wir nehmen jetzt einfach mal an. Dass die, dass die eine Annahme von ihm zutrifft dass wir sozusagen in einer Simulation leben und ähm, sozusagen also selbst in der Lage sind durch äh, ja äh, sage ich mal einen Quantensprung in der Rechenkapazität und dass wir dazu in der Lage sind sozusagen ein bewusstes Leben zu erschaffen oder Bewusstsein generell und ähm, die Frage die sich dann aber eigentlich stellt die wurde, wurde auch schon in der Literatur genannt dass Diejenigen, die die erste Simulation erschaffen haben, ähm, wer, hat die, wer hat diese simuliert sozusagen? Das kann man sozusagen ins Unendliche weiterspinnen. Also die wurden simuliert, die wurden simuliert, die wurden simuliert und so weiter und so fort. Aber sozusagen hinter diesen Fragestellungen ähm, steht die existenziellere, die da wäre. Ähm, wer genau steuert halt diese Prozesse eigentlich in unserem Gehirn jetzt gerade? Ne? Das ist die dahinterliegende Frage eigentlich. Ich meine, selbst wenn man bei der letzten Generation, sage ich mal, ankommt, die die erste Simulation erschaffen hat, dann ähm, ja, fragt man sich, okay, wer steuert diese? Sind die sozusagen frei von physischen Prozessen, von materiellen Prozessen? Haben die kein Gehirn selbst? wo chemische und physikalische und was ich als biophysikalische Prozesse ablaufen. Also stellt sich jetzt sozusagen die Frage, steuern wir das eigentlich wirklich selbst, was wir tun, die, dieser, diese Frage nach dem freien Willen? Oder ähm, sind es wirklich einfach nur die chemischen und biologischen, biophysikalischen Prozesse, die in unserem Gehirn ablaufen, die uns letztlich steuern? Oder ist es vielleicht ein Mix aus beidem? Ja, das ist eigentlich, finde ich, die dahinterliegende Frage bei der Simulationshypothese. Denn ob wir, also wir können, selbst wir müssen dazu gar nicht sozusagen ein bewusstes Leben simulieren können, finde ich. Wir können uns diese Frage auch jetzt in diesem Moment einfach stellen. Ja, wenn ihr weiterhin solche Videos vielleicht sehen wollt oder ich einen zweiten Teil davon bringen soll und wo ich das weiter ausführe, könnt ihr einfach mal kommentieren. Ich würde mich freuen, war ja mein erstes Video. Ich bin ja auch noch ein bisschen unsicher, hat man ja gemerkt. Ist halt noch ein bisschen ungewohnt, von einer Kamera zu sprechen. Aber ich denke mal, daran gewöhne ich mich auch noch. Ne? Peace. Macht's gut. Ich hoffe, euch haben die Gedanken ein bisschen angeregt, selbst nachzudenken.